Das Auf und Ab geht weiter die nächsten Tage. Vom Schneefall im Bergland hin zu einem warmen, kräftigen Südwestwind ist alles dabei. Und das kann ich euch schön auf unserer Großwetterlagenkarte für den Samstag zeigen. Erstmal haben wir dieses Tief Helme über der Nordsee, was für wechselhaftes windige Schauerwetter sorgt. Das ist unser kleines, feines Zwischenhoch für den Sonntag. Und diese Warmfront bringt dann am Montag den Regen und dahinter strömt dann zumindest in den Südwesten Deutschlands wieder wärmere Luft. Der Reihe nach erstmal das Schauerwetter in den Samstag hinein. Häufig Regen, vor allem von der Nordsee bis nach Sachsen und nach Ostbayern. Da ist es eher bewölkt, teilweise auch trübe. Und wir haben in den höheren Lagen von Erzgebirge, Bayerischem Wald und Alpen auch Schneefälle, teilweise bis 700 Meter herab. Einigermaßen freundlich und trocken in Nordbrandenburg und in Vorpommern. Und im Laufe des Tages wird es im gesamten Südwesten dann auch trockener mit etwas größeren Sonnenanteilen. Ziemlich windig dabei, vor allem hier diagonal über der Mitte und an der Nordsee auch Gewitter möglich. Bei Maximaltemperaturen von 5 bis 10 Grad. Die Nacht auf den Sonntag wird kalt, im Süden teilweise frostig und da, wo die Straßen feucht sind, kann es auch rutschig werden. Und da lassen die Schauer zum Sonntag erstmal nach. Im Nordosten regnet es noch ab und zu, sonst längere Zeit trocken. Später im Südwesten dann neuer Regen. Und dazwischen gibt es einen freundlichen Streifen von NRW, Südniedersachsen bis nach Sachsen und nach Nordbayern bei Temperaturen von maximal 4 bis 9 Grad. Aber dieser Regen im Südwesten, der wird immer kräftiger. Anfang Schneefall im Bergland, im Schwarzwald sogar die ersten Sturmböen. Und dann geht dieser Regen auch weiter, breitet sich aus in den Montag hinein, langsam Richtung Nordosten und wird vor allem hier im Süden, im Schwarzwald, im Allgäu teilweise sehr ergiebig sein. Dort also punktuell Hochwassergefahr. Ansonsten ein kräftiger Südwestwind und dazu Temperaturen in der Südwesthälfte von 10 bis 15 Grad. Im Nordosten bleibt es generell kälter.